CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fast möchte man zur linken Seite sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Zum x-ten Male kommen Sie von der Linken jetzt mit Ihrer Lieblingsneidsteuer, der Vermögensteuer. Ich kann das jede Legislaturperiode in den letzten 24 Jahren nachbeten. Einer Substanzsteuer, die vor mehr als 20 Jahren nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus guten Gründen ausgesetzt wurde. Dieses Mal lautet der Slogan Wiedereinführung der Vermögensteuer als Enteignungs- und Umverteilungsinstrument. Und das Ganze bemänteln Sie wiederum als Verteilungsungerechtigkeit. Nur mit Gerechtigkeit, meine Damen und Herren, hat das wirklich nichts zu tun. Stattdessen führen Sie von der Linken die Menschen in diesem Land hinters Licht, denn Sie verschweigen, dass die 10% der Steuerpflichtigen mit den höchsten Einkommen in Deutschland zu mehr als 50% zum Einkommensteueraufkommen beitragen. Sie verschweigen, dass die oberen 50% der Steuerpflichtigen sogar 94% der Einkommensteuer tragen. Sie stellen also gute Steuerzahler einfach so an den Pranger. Und das kann man nicht so einfach hinnehmen. Wir stehen für das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und da leisten eben diese mit diesen Einkommen sehr viel für unser Gemeinwohl. Und das muss auch so bleiben. Und deswegen müssen wir uns eher bedanken bei diesen leistungsbereiten Steuerzahlern und nicht an den Pranger stellen, meine Damen und Herren. Das ist die eine Seite, meine Damen und Herren. Herr Präsident, Sie. Das haben wir von vorhin noch nicht abgestellt. Sie dürfen weiterreden. Ja. Das geht nicht zu Ihren Lasten. Gut. Also, der Herr Präsident hat geblinkt. Und nachdem ich dem Herrn Präsident natürlich hörig bin, wollte ich natürlich das auch so sehen. Das ist die eine Seite, meine Damen und Herren. Die andere Seite ist, diese Vermögensteuer ist ein bürokratisches Monster. Es bedarf einer riesigen bürokratischen Leistung, einen bürokratischen Aufwand, um die Steuer überhaupt einheben zu können. Allein die Neubewertung des Grundbesitzes könnte die öffentliche Verwaltung auf Jahre blockieren. Von der Bewertung anderer Vermögensbestandteile will ich gar nicht reden. Wir haben uns damals intensiv mit der Erhebung dieser Steuer befasst, bevor wir sie ausgesetzt haben. Die zuständigen Gutachterausschüsse für Grundstückswerte wären personell überhaupt nicht in der Lage, kurzfristig über eine Neubewertung aller Immobilien überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und was glauben Sie, wozu diese Besteuerung der Immobilienvermögen letzten Endes führt, meine Damen und Herren? Ich sage es Ihnen, es ist genau der Effekt, den Sie eigentlich auch immer beschweren. Ich sage es Ihnen, zu höheren Mieten, nichts anderes. Dazu führt letzten Endes Ihre Vermögenssteuer auf Immobilien. Und denn die zusätzliche Steuerbelastung wird natürlich auf den Mieter abgewälzt, und das trifft dann vor allem Regionen, in denen die Mieten jetzt schon am höchsten sind. Hauptleidtragender Ihrer Vermögensteuer wäre aber insbesondere, es ist hier schon angeklungen, der Mittelstand, werden die risikobereiten Familienunternehmer sein. Und damit treffen Sie den Motor des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Sie treffen den Motor von Wachstum, Ausbildung und Beschäftigung in Deutschland. Denn die Vermögenssteuer ist ja nichts anderes wie eine Substanzbesteuerung. Und mit einer solchen Substanzbesteuerung können Sie natürlich die Leistungsträger, die investieren sollen, sehr schnell überfordern. Jeder Euro, der mit der Vermögensteuer abkassiert würde, fehlte für Investitionen, fehlte für Forschung,
fehlte für die Arbeitsplatzsicherung, fehlte für die internationale Wettbewerbsfähigkeit, meine Damen und Herren. Nur 1% der Vermögensteuer bedeutet in 30 Jahren einen Verlust von 30% des Unternehmenswertes. Aber die Linke will ja sogar einen Steuersatz von 5%. Das frisst, und da frisst die Vermögensteuer binnen 30 Jahren das 1,5-fache des Unternehmenswertes. Im Klartext, eine solche Unternehmung mit dieser Steuerbelastung ist schlichtweg pleite. Die Arbeitsplätze sind weg oder die Firmen wandern vorher ins Ausland ab. Vielleicht haben Sie dann eine Genugtuung, aber wir wollen das nicht. Wir wollen die Arbeitsplätze mit hoher Beschäftigung in Deutschland erhalten, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Vermögensteuer der Linken ist der gerade Weg zu weniger Beschäftigung, zu weniger Wohlstand, zu weniger Investitionen und am Ende auch zu weniger Steuern im Bereich der Ertragssteuern. Das sind die Dimensionen, um die es heute geht. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, hören Sie auf, in der Steuerpolitik auf ideologisches Stroh zu dreschen. Jeder Landwirt kann Ihnen sagen, beim Strohdreschen kommt nichts Gutes, nichts Nahrhaftes heraus. In diesem Sinne herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Elisabeth Kaiser, die ihre